Ihr könnt euch niemals sicher sein. Das ist der Titel der neuen Ausstellung im Dieselkraftwerk Cottbus. Zum Thema Jugend sind 160 fotografische Arbeiten von Studierenden der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin zu sehen. Die Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein wird in ihren Bildern sowohl inhaltlich als auch formal auf vielfältige Weise reflektiert. Auffällig die ungeschönten großen Porträts. Der Fotograf überlässt dem Betrachter die individuelle Verortung seiner Protagonisten. Also hier haben wir Arbeiten von Kevin Fuchs, das ist ein junger Fotograf aus der Schweiz. Der hat in Berliner Jugendclubs Jungs gefragt, ob sie sich fotografieren lassen wollen. Dadurch, dass die einen neutralen Hintergrund haben, ist auch deren sozialer Status oder ihre Zuordnung in bestimmte Gruppen nicht möglich, sodass der Betrachter, der Besucher auch hier rätseln kann, wo gehören die dazu, in welchen Personenkreis muss man die einordnen. Gleich daneben Arbeiten von Sarah Walzer. Sie zeigt hübsche junge Mädchen in eindeutigen Posen im Kontrast zu ihrer Umgebung. Sie wirken unbeholfen und zeigen deutlich die Stimmung zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Doch was ist, wenn man nicht mal weiß, in welchen Körper man gehört? Die Fotografin Adelina Ivanova dokumentiert in ihrer Fotoinstallation den Weg in eine neue Geschlechtsidentität. Sie hat 4 Monate lang das Leben von 2 Transmännern begleitet. Die sind hier auch jeweils zu sehen. Die sind außerdem noch Punks, das sieht man ja hier an den blauen oder diesen türkisfarbenen Haaren, die sehr aufeinander bezogen sind, weil natürlich ihr Problem in der Gesellschaft sehr schwer verstanden wird. Elternhausverwandte haben sich von ihnen abgewendet, sodass sie sich sehr auf sich konzentrieren. Dann werden aber auch hier Fotografien, Dokumente von früher von ihnen gezeigt, hier dieser Schülerausweis oder hier diese Fotografie. Die verstecken sich dann auch immer hier hinter diesem Hasen oder hier dieser Vorhang, der das Gesicht nicht zeigt. Man sieht, dass die schon auf dem Weg des neuen Geschlechts sind an einzelnen Bildern. Und dann sind auch immer wieder Bilder eingestreut, die uns die Frage stellen, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich. Hier dieser Nagellack mit diesen Ringen, die dann immer wieder letztendlich auch für uns die Frage stellen, in welcher Geschlechtsentität wollen wir sein und befinden wir uns. Noch bis zum 6. Oktober können Sie die höchst unterschiedlich und spannenden künstlerischen Reflexionen zum Thema Jugend genießen.